Morgen an Amerikas Ostküste. Die Millionenmetropole New York kommt langsam in Gang. Es scheint ein ganz normaler Tag zu werden. Kurze Zeit später ist nichts mehr wie zuvor. Dieser Tag hat sich in das Gedächtnis der Welt gebrannt. Jeder weiß, wo er am 11. September 2001 war. An diesem Tag beginnt eine neue Zeitrechnung. Beim Einschlag in New York kamen über 3000 Menschen ums Leben. Es war der bisher schwerste Terrorangriff der Geschichte. Und die einstürzenden Türme des World Trade Center machen einen Mann schlagartig weltberühmt. Osama bin Laden. Er wird für lange Zeit der meistgesuchte Terrorist der Welt. Seine Schüler bestimmen bis heute die Schlagzeilen mit ihren Anschlägen. Hier beginnt es mit der Idee eines globalen Heiligen Krieges. In die Berge Afghanistans zogen in den 80er Jahren Freiwillige aus der arabischen Welt, um den Glaubensbrüdern beizustehen in ihrem Kampf gegen die sowjetischen Besatzer. Osama bin Laden war auch da und obwohl er selbst gar nicht kämpfte, bewunderten ihn alle. Der Millionärssohn finanzierte den Krieg, der mit dem Abzug der Sowjets endete. Saudi-Arabien 1991, nach dem Golfkrieg stehen amerikanische Truppen auf heiligem Boden. Für bin Laden eine Schmach für alle gläubigen Muslime. Er plant den Dschihad gegen Amerika mit Hilfe einer neuen Terrororganisation. Al-Qaida, das Fundament. Afghanistan Anfang 1998, in einem Fernsehinterview erklärt bin Laden Amerika den Krieg. Wenn wir euch die Leichen eurer Soldaten und Zivilisten in Särgen schicken, dann werdet ihr Amerikaner endlich verschwinden. Terrorgruppen aus der gesamten islamischen Welt schließen sich ihm an und lassen ihre Kämpfer in den Trainingslagern der Al-Qaida in Afghanistan ausbilden. 1998 vor den US-Botschaften in Kenia und Tansania explodieren fast zeitgleich Bomben. Die präzise Planung zeigt, mehrere Terrorzellen arbeiten parallel. Es wird das Markenzeichen der Al-Qaida. 1999 in der Islam AG an der Technischen Universität Hamburg-Harburg finden sich Freiwillige zusammen unter der Führung eines jungen Ägypters. Mohammed Atta und seine Freunde gehen in die Trainingscamps nach Afghanistan und werden von Osama bin Laden persönlich ausgewählt für den Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Im Krieg gegen Taliban und Al-Qaida danach entkam bin Laden, per Video verbreitete er weiter seine Botschaft des Hasses. Und die Saat der Al-Qaida ging auf, in Kenia, auf Djerba, auf Bali. Der Krieg in Afghanistan hat die Gotteskrieger verstreut in all die Länder, in denen sie jetzt Terroranschläge verüben. Es sind die Schüler bin Ladens, die auch noch lachen, wenn sie zum Tode verurteilt werden und die Befehle von ihrem Meister nicht mehr brauchen, um Massenmorde zu begehen. Die lange Jagd auf den geistigen Vater der Al-Qaida mag am Ende Erfolg gehabt haben, aber es ist wohl nicht mehr als ein Etappensieg im Kampf gegen den Terrorismus. Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, Boko Haram, mittlerweile bestimmen andere Terrororganisationen die Schlagzeilen. Der islamistische Terror, ein globales Phänomen. Die derzeit bekannteste Gruppierung schockt die Welt immer wieder mit grausamen Bildern aus dem Irak und Syrien. Der Islamische Staat. Die ehemalige Al-Qaida im Irak stand schon mehrfach vor dem Aus. Inzwischen gilt der Islamische Staat jedoch als reichste Terrororganisation der Welt. Ein rasanter Aufstieg mit der langen Vorgeschichte. 1970 kommt Hafiz al-Assad in Syrien an die Macht, der Vater des heutigen Präsidenten Bashar al-Assad. Die islamistischen Muslimbrüder firmieren im Untergrund den Widerstand gegen den Despoten. Eine Terrorserie erschüttert das Land. Als Reaktion darauf legen syrische Streitkräfte 1982 das Zentrum der Muslimbrüder, die Stadt Hama, in Schutt und Asche. 20.000 Menschen sollen hier umgekommen sein. Das Massaker von Hama, Demütigung für die Islamisten und Startschuss für den globalen Dschihad. Auch das Nachbarland Irak ist nicht einfach nur ein Opfer islamistischer Extremisten. Vielmehr bricht es auseinander entlang jahrhundertealter Grenzen.
Es ist ein Krieg verschiedener Glaubens- und Volksgruppen. Der Irak, wie wir ihn heute kennen, ist ein fast willkürlich entstandener Staat. Im Ersten Weltkrieg erobern Briten und Franzosen viele Gebiete, die jahrhundertelang von Osmanen oder arabischen Stämmen regiert wurden. Das Osmanische Reich verschwindet. Mit dem Lineal teilen Franzosen und Briten den Nahen Osten unter sich auf. Es entsteht ein französisches und ein britisches Mandatsgebiet. Aus drei osmanischen Provinzen und verschiedenen arabischen Stammesgebieten formen die Briten 1920 den heutigen Irak. Der Süden wird von Schiiten dominiert. Im Zentralirak leben hauptsächlich Sunniten. Der Nordosten ist in der Hand der Kurden. Eine rücksichtslose Aufteilung. Die Gebiete von religiösen und ethnischen Gruppen werden durch Staatsgrenzen zerteilt. Unter der neuen Ordnung leben zum Beispiel Kurden nicht nur in Irak, sondern auch in Syrien, der Türkei und dem Iran. Sprengstoff für ständig wiederkehrende Konflikte. Saddam Hussein, selbst ein Sunnit, ist 20 Jahre lang Präsident des Irak. Schiiten und Kurden unterdrückt er systematisch. 1988, Saddam Hussein lässt die Stadt Halabscha mit Giftgas bombardieren. Er will ein Exempel statuieren und die kurdische Minderheit, die nach Unabhängigkeit strebt, vernichten. Bis zu 5000 Menschen kommen dabei ums Leben. Das vielleicht drastischste Beispiel für die Feindschaft im Irak. Mit dem Einmarsch der USA im Jahr 2003 verlieren die Sunniten ihre Macht. Die Invasion der Amerikaner wird zum zweiten Fanal für die Dschihadisten. Alte Netzwerke finden hier ein neues Schlachtfeld. Abu Musab al-Zarqawi gründet 2004 einen Ableger von Al-Qaida im Irak und legt damit den Grundstein für die Organisation Islamischer Staat. Al-Zarqawi profitiert zunächst vom Geld und Ansehen der Marke Al-Qaida. Doch die Konflikte mit Al-Qaida sind vorprogrammiert. Während Bin Laden den Westen zum Hauptfeind erklärt, setzt Zarqawi darauf, seinen Dschihad auf den nahen Feind zu fokussieren. Er heizt den sunnitisch-schiitischen Konflikt im Irak an. Jedem, der sich seiner Organisation in den Weg stellt, erklärt er zum Ungläubigen. Egal ob Muslim oder Westler. 2006 wird Al-Zarqawi im Irak durch eine Rakete der Amerikaner getötet. Sein Nachfolger Abu Umar al-Baghdadi gründet den Islamischen Staat im Irak. 2010 wird auch er getötet. Die Terrororganisation steht kurz vor dem Aus. Doch dann übernimmt Abu Bakr al-Baghdadi, der heutige Chef des Islamischen Staats, das Ruder. Während des Irakkriegs sitzt Baghdadi im Camp Booker ein, einem US-amerikanischen Gefängnis. Hier soll er sich mit ehemaligen Militärs Saddam Husseins vernetzt haben, die heute zum Führungszirkel des IS gehören. Der gescheiterte arabische Frühling in Syrien wird zum Glücksfall für den Islamischen Staat im Irak. Mit dem Segen Al-Qaidas gründet Baghdadi 2011 die Al-Nusra-Front in Syrien. Tausende Dschihadisten schließen sich deren Krieg gegen Bashar al-Assad an. 2013 mischt der Islamische Staat im Irak selbst im syrischen Bürgerkrieg mit, nennt sich fortan Islamischer Staat im Irak und Syrien. Bin Ladens Nachfolger al-Zawahiri fordert Baghdadi auf, im Irak zu bleiben. Baghdadi weigert sich, es kommt zur Spaltung mit Al-Qaida. Heute ist der Islamische Staat die mächtigste Terrororganisation der Welt. Die USA nach dem 11. September ein Land unter Schock. Die Anschläge sind für die Regierung unter George W. Bush eine Kriegserklärung. Schon wenige Tage später antwortet der US-Präsident mit der Ausrufung des Krieges gegen den Terror. Our war on terror. Unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, aber er endet nicht damit. Er endet nicht, bis jede Terrororganisation, die weltweit operiert, aufgespürt und besiegt ist. Die Bush-Administration wird diese Doktrin umsetzen. Daran besteht kein Zweifel. Durch die Verletzbarkeit der USA entsteht eine ganz eigene amerikanische Weltsicht. Jedes Land in jedem Teil der Erde muss sich nun entscheiden. Entweder ihr seid für uns oder ihr seid für die Terroristen.
or you are with the terrorists. 4 Wochen nach den Anschlägen das erste Kriegsziel, Afghanistan. Der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge, Osama bin Laden, wird vom herrschenden Taliban-Regime geschützt. Ein Krieg, in dem die Weltgemeinschaft, auch die Deutschen, hinter Amerika steht. Auch politisch rüsten die USA auf. Mit dem sogenannten Patriot Act, per Gesetz, schränkt George W. Bush Bürgerrechte ein. Auch rhetorisch wird aufgerüstet. Anfang 2002 prägt Bush den Begriff die Achse des Bösen. Ein paar gesetzlose Machthaber besitzen oder entwickeln chemische, biologische und atomare Massenvernichtungswaffen. Sie bilden eine Achse des Bösen. Bush brandmarkt unter anderem Iran, Syrien und Irak als Schurkenstaaten, die den Weltfrieden bedrohen. Damit schafft er die Basis für den nächsten Krieg. Bomben auf Bagdad. Die Amerikaner wollen Saddam Hussein stürzen. Begründung, der Irak produziere Massenvernichtungswaffen. Doch die UNO folgt nicht. Die USA können nicht alle Verbündeten überzeugen, auch die Deutschen nicht. Sie müssen Beweise vorlegen. Ich bin nicht überzeugt, das ist mein Problem. Und ich kann nicht in die Öffentlichkeit gehen und sagen, lasst uns in den Krieg ziehen, weil es Gründe gibt, wenn ich nicht an sie glaube. Die Amerikaner schlagen los, siegen zwar, doch der Irak versinkt im Chaos. Der Irakkrieg markiert einen Wendepunkt. Die USA verlieren an Glaubwürdigkeit. Massenvernichtungswaffen werden nie gefunden. Die Mission ist fehlgeschlagen. Bushs Nachfolger Barack Obama hat oft so getan, als sei es möglich, den Krieg gegen den Terror zu beenden. Er holt die Soldaten aus Afghanistan und dem Irak zurück. Er ließ Al-Qaida-Chef Osama bin Laden töten. Gegen Terrorverdächtige schickt er keine Armee los. Obama führt einen Schattenkrieg. Drohnenangriffe in Pakistan, Waffenlieferungen an syrische Rebellen, Auftragsmorde rings um den Globus. Ein lautloser Feldzug gegen die Feinde Amerikas. Organisiert von der CIA, dem größten Geheimdienst der Welt. Drohnen werden zur ultimativen Waffe der CIA. Der Drohnenkrieg beginnt mit einem Deal. 2004 tötet der amerikanische Geheimdienst den Taliban-Führer Neck Mohammed im Auftrag Pakistans. Im Gegenzug erhalten die USA von Pakistan Überflugrechte. Mit den Drohneneinsätzen sinkt die Hemmschwelle der CIA zum gezielten Töten. Krieg gegen den Terror heißt auch Überwachung. Edward Snowden hat deutlich gemacht, wir werden überwacht, immer und überall. Im Namen der Sicherheit sei das unvermeidlich. Im Kampf gegen terroristische Bedrohungen können wir die Bevölkerung nur schützen, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten. Die Sammelwut ausländischer Geheimdienste kennt keine Grenzen. Gespeichert werden nicht nur Telefongespräche und E-Mails, sondern auch Inhalte. Möglich machen das Spionageprogramme wie PRISM oder X-Keyscore. X-Keyscore sammelt einem NSA-Dokument aus dem Jahr 2008 zufolge neben Metadaten vor allem Inhalte, die in E-Mails oder Textverarbeitungsprogrammen enthalten sind, etwa Uhrzeit, Ort und Sprache. Das Programm soll sogar Unterhaltungen in sozialen Netzwerken mitschneiden können, in Echtzeit. So entstehen Datenprofile von Terrorverdächtigen. So zumindest rechtfertigt die NSA die Überwachung an angeblich 150 Standorten weltweit. Und wie groß ist die Terrorgefahr konkret für Deutschland? 9 islamistische Attentatsversuche scheiterten bisher in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden arbeiteten offenbar gut, hatten aber auch Glück. Den Mord an 2 amerikanischen Soldaten im März 2011 in Frankfurt konnten sie nicht verhindern. Die Lage ist ernst. Wir haben Grund zur Sorge und zur Vorsorge, aber nicht zur Angst und Panik. Nach den Anschlägen von Paris jagten 88.000 Sicherheitskräfte 4 Terroristen. Die Lehre, viel hält nicht immer viel. Anders als bei früheren Anschlägen aber reagiert Berlin nicht sofort mit schärferen Gesetzen. Zustimmung bei der Opposition.
Wir dürfen natürlich jetzt nicht als Reaktion unsere Freiheitsrechte einfach so aufgeben, unsere Grundrechte einfach so aufgeben. Das würde ja sozusagen auch den Terroristen in die Hände spielen. Eine totale Überwachung wird auch keine totale Sicherheit bringen. Wo sind wirklich Probleme? Wo kann auch wirklich Vorsorge, wenn man das so nennen will, getroffen werden? Aber wirklich alles in Ruhe und mit Besonnenheit und wirklich alles im Rahmen des demokratischen Rechtsstaates. Der ist nämlich in den letzten Jahren nun genug geschliffen worden im Kampf gegen den Terrorismus. Schon einmal igelte sich die Gesellschaft ein aus Angst vor Terror in Zeiten der RAF. Heute warnen davor auch Sicherheitsbehörden. Wir wollen eine freiheitliche Demokratie sein. Das heißt, wir können auch trotz dieser Terrorgefahr uns hier nicht auf den Kopf stellen und Deutschland als freiheitliche Demokratie aufgeben. Was muss sich ändern im Kampf gegen den Terror? Der Publizist Jürgen Todenhöfer hat im Irak IS-Aktivisten getroffen. Er plädiert für eine Kursänderung. Durch diese Bombardiererei entsteht ja gerade erst der Terrorismus. IS ist wenige Wochen nach Bushs Einmarsch im Irak gegründet worden durch den damals ebenso grauenvollen Zarqawi. Das heißt, es war die IS die unmittelbare Antwort auf den Krieg von George W. Bush. Man muss wissen, dass als Bush im Irak einmarschierte, die nicht nur Saddam Hussein entmachtet wurde, sondern die Sunniten diskriminiert wurden, ins Gefängnis flogen, getötet wurden, gefoltert wurden. Da wurde eine Gruppe von 35% der Bevölkerung massiv diskriminiert und vom politischen Leben ausgeschlossen. Und diese Menschen haben, als der radikale IS kam und zum Beispiel Mosul angriff, gesagt, wir sind nicht bereit, die schiitische Regierung, die uns über ein Jahrzehnt lang diskriminiert hat, zu verteidigen. Für uns ist der radikale terroristische IS das kleinere Übel. Und wenn wir es schaffen würden, die Sunniten in das politische Leben des Irak wieder gleichberechtigt zu integrieren, dann würden die Sunniten bereit sein, den IS zu stoppen. Der IS hat nur eine Chance, wenn die sunnitische Bevölkerung im Irak ihn stillschweigend unterstützt. Und was, wenn es gelänge, radikalisierte Islamisten aus Deutschland nicht erst auf der Reise in den Dschihad zu stoppen, sondern von solchen Plänen ganz abzubringen? Sie hier versuchen genau das, Prävention mit Erfolg. Dann ist es wichtig, dass dann wirklich Personen auf sie zukommen, ein Gesprächsangebot machen, Vertrauen aufbauen und mit diesen Jugendlichen ins Gespräch kommen. Und dieses ist möglich, das zeigt auch die Praxis, das machen wir auch und haben auch schon damit erreichen können, dass junge Menschen, die sich mit den Gedanken getragen haben, nach Syrien auszureisen, es nachher doch nicht getan haben. Angehörige möglicher IS-Anhänger können sich zwar bei einem Sorgentelefon melden, bei der Betreuung aber wird es eng. Die Mittel, die wir jetzt haben, setzen wir ein. Wir haben Vorsorgeprogramme, Präventionsprogramme gegen Extremismus. Die können auch für islamistischen Extremismus genutzt werden. In der Realität werden Sie sehr oft erleben, dass hilfesuchende Personen oder Personen, wo sich dieses Problem andeutet, nicht auf ein Angebot stoßen werden. Warum? Weil die Angebote nicht finanziert sind. Angesichts solcher Bilder, jeder Euro für mehr Prävention wäre gut angelegtes Geld. Seit einigen Minuten melden die Nachrichtenagenturen, dass es in der Hauptstadt von Mali einen Angriff auf ein Radisson Blue Hotel gegeben hat. Dschihadisten würden um sich schießen und 170 Geiseln in ihrer Gewalt haben. Wir bemühen uns um mehr Informationen. Tage nach dem Attentat in Paris zeigt sich immer klarer, dass die Anschläge unter den Augen der Geheimdienste stattfanden. Die Beteiligten waren den belgischen und französischen Behörden bekannt. Wer waren diese Täter? Welche Struktur hatte ihre Tat? Wie haben sie kommuniziert? Wieso konnte dieses Massaker völlig unbemerkt von Geheimdiensten und Polizeibehörden vorbereitet werden? Ein Team von NDR und WDR versucht, die Hintergründe und Tatstruktur der Pariser Attentate zu beleuchten. Wer waren die Täter von Paris? Das sind die ersten Bilder, die die Attentäter von Paris bei ihrer Tat zeigen. Ein Mann mit Kalaschnikow. Zwei Frauen liegen vor ihm auf dem Boden. Dann legt er an, schießt aber nicht. Die Frauen können fliehen. Ein Problem mit der Waffe? Mitleid? Ganz anders im Konzerthaus Bataclan.
Ohne Hemmungen töten die Angreifer Dutzende Menschen. Offenbar gut organisiert, mit ausgeklügelter Logistik. Auf der einen Seite wollen sie das Unterstützerteam so klein wie möglich halten, sodass es so wenig wie möglich Mitwisser gibt. Und das ist wichtig für die Sicherheit der Aktion. Aber zur gleichen Zeit gibt es ein paar Jobs, die gemacht werden müssen. Autos mieten, die Sprengstoffgürtel zusammensetzen, die Bombenzutaten zusammenstellen, die Waffen besorgen, die Munition. Und das Ganze muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Er soll die Attentate koordiniert haben, Abdelhamid Abaoud, ein belgischer Dschihadist, der in grausamen Videos posiert. Gestern nun wurde er im Pariser Stadtteil Saint-Denis getötet. Doch um sich hatte er eine todbringende Truppe geschart, die über die Zahl der Attentäter weit hinausgeht. Paris, Freitagabend, kurz vor 21 Uhr. Drei Männer sind auf dem Weg zum Fußballstadion Stade de France. Sie wollen nicht zum Spiel. Sie ziehen in die Schlacht. Sie wissen, dass sie den Abend nicht überleben werden. Unter ihren Jacken tragen sie Sprengstoffwesten. Im Stadion wird das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich angepfiffen. Ein Freundschaftsspiel. Danach wird alles anders sein. Einer der Attentäter im Auto ist Bilal Hadfi, 20 Jahre alt, Franzose. Die Behörden gehen eigentlich davon aus, dass er in Syrien ist. Dass er eingereist ist, um ein Attentat zu verüben, wissen sie nicht. Ebenfalls im Auto ein Mann namens Ahmed Al-Mohammad. Das ist jedenfalls der Name auf dem gefälschten syrischen Pass, der später neben seiner Leiche gefunden wird. Er ist als Flüchtling eingereist. Über den dritten Mann im Auto ist bis heute nichts bekannt. Um 21.20 Uhr hört man im Stadion einen lauten Knall. Ein Böller, denken viele, ein großer. Blay Bilal Mokone weiß es besser. Er war dabei, wurde verletzt. Es war das erste Selbstmordattentat. Und Mokone glaubt, den Attentäter noch kurz vorher gesehen zu haben. Selbstmordattentäter, das klingt nach wilder Entschlossenheit. Was Mokone gesehen hat, war anders. Ich habe erst jemanden gesehen, der im Kreis gegangen ist. Den anderen habe ich auf der Toilette gesehen. Der hatte ein bleiches Gesicht und hat geschwitzt. Er hatte keinen langen Bart oder eine Glatze. Nein, es war ein junger Mann mit einem ganz kleinen Bärtchen und schwarzen Haaren. Aber er hat wirklich geschwitzt. Sah nicht gut aus, ganz nachdenklich und auch ängstlich und unruhig. Man merkte, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er kam mir sofort seltsam vor. Am Eingang H tötete sich der zweite Attentäter. Ich wollte gerade in mein Sandwich beißen. Dann habe ich mich umgeschaut, wo der Mann steht. Er kam mir verdächtig vor. Ich hätte ihn gern beim Arm gepackt und umgedreht, um zu sehen, wer es ist. Und als ich den Verdächtigen gesehen habe, konnte ich gerade noch meinen Kopf senken und das Sandwich greifen und dann ging die Bombe hoch. Boom! Und ich habe gesehen, dass es genau der war, der sich in die Luft gesprengt hat. Ich habe gesehen, wie menschliche Haut weggeflogen ist. Später sprengt sich ein dritter Attentäter in die Luft. Er nimmt einen Menschen mit in den Tod. Aber ins Stadion schafft es keiner der Attentäter. Unruhe auf den Rängen, aber keine Massenpanik. Keine Verletzten, keine Toten. Irgendwas muss schiefgegangen sein. Im 10. Arrondissement von Paris ist derweil ein schwarzer Seat unterwegs, auch darin drei Männer. Sie haben es auf Cafés und Restaurants abgesehen. Mit Kalaschnikows schießen sie wahllos auf Gäste. Dutzende Menschen sterben. Eine Überwachungskamera in einem der Restaurants zeichnet es auf. Anders als das Team am Stade de France wirken die Männer kaltblütig.
Unter ihnen sind die beiden Brüder Brahim und Saleh Abdel Salam. Franzosen. Gelebt haben sie zuletzt im Brüsseler Stadtviertel Molenbeek. Das Viertel ist seit Jahren als Islamistenhochburg bekannt. Aber die Brüder lebten unauffällig, fielen nicht als Extremisten auf. Im Gegenteil. In ihrem Viertel waren sie eher für andere Dinge bekannt. Brahim und Saleh Abdel Salam betrieben gemeinsam eine Bar in Molenbeek. Anfang November schlossen die Behörden den Laden, weil er für Drogenhandel genutzt worden sein soll. Als besonders fromm galten die Brüder nicht. Er ist ein sehr netter Typ, ganz normal. Trägt kein Bart, kein Gewand, nichts davon. Er trägt Kleidung, wie du und ich. Ihm gehört dieses Café. Er macht mit allen Spaß, ist sehr nett zu allen. Wir hatten nie ein Problem mit ihm, nie. Und ich denke, dass ihm jemand eine Gehirnwäsche verpasst hat. Solche Waffen kriegt man nicht im Supermarkt. Das hat ihm jemand gegeben, damit er sowas anstellt. Ich war wirklich schockiert, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Als ich das Fahndungsbild von einem der Brüder gesehen habe. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, das können doch nicht die sein. Aber es war so, leider. Das waren europäisierte Jungs. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich so radikalisieren könnten und solche Dinge tun. So ein Horror wie da im Bataclan. Offenbar fiel die Radikalisierung niemandem auf, auch den belgischen Behörden nicht. Dabei hatten die beiden Brüder wichtige Aufgaben. Vor allem Saleh scheint auf eine Art Logistiker des Terrors gewesen zu sein. Er hat angeblich mehrere der Tatfahrzeuge angemietet und dieses Hotelzimmer. Hier sollen sich die Täter kurz vor den Anschlägen noch getroffen haben. Wegwerfhandys wurden gefunden, mit denen sie offenbar kommuniziert haben. Das reichte, um von den hochgerüsteten Geheimdiensten unentdeckt zu bleiben. Ein billiges Mobiltelefon zu besorgen mit einer Prepaid-Karte oder sowas, ist der einfachste Weg in der Situation. Besser als eins zu benutzen, das sie schon lange hatten. Denn je länger man es hat, desto eher kommt man einem auf die Schliche. Das haben sie so vermieden. Kurz vor 9:30 Uhr. Das dritte Tatfahrzeug, ein schwarzer Polo. Wieder sind drei Männer darin. Sie sind auf dem Weg zum Pariser Konzerthaus Bataclan. Schwarze Kleidung, Sprengstoffwesten, Kalaschnikows. Und die Täter haben Rucksäcke voller Munition. Mitten im Song haben wir Explosionen gehört. Und dann habe ich mehrere Gestalten gesehen, die Kalaschnikows in der Hand hatten. Instinktiv habe ich meinen Kopf gedreht. Ich habe diese Männer gesehen, die geschossen haben. Immer wieder geschossen haben. Die einfach eiskalt die Menschen exekutiert haben. Ich werde mich immer daran erinnern. Er stand nur 2 Meter weg von mir, als er seine Kalaschnikow geladen hat. Er hat auf 2 meiner Freunde geschossen. Sie sind verletzt, schwer verletzt. Aber sie leben. Das ist das Wichtigste. Sie haben versucht, uns abzuschlachten wie Tiere. Es sollte fast 3 Stunden dauern, bis Spezialkräfte der Polizei das Gebäude stürmten. In der Zwischenzeit, so erzählen es Gäste, gehen die Attentäter mit kalter Brutalität vor. Systematisch exekutieren sie die Konzertbesucher, wechseln seelenruhig ihre Magazine, sollen sogar gezielt Rollstuhlfahrer ermordet haben. Professionelle Killer, wie es scheint. Kaum denkbar ohne militärische Ausbildung. Wer kann, flieht. Viele schaffen es nicht. 89 Menschen sterben im Bataclan. Und die 3 Attentäter. 2 von ihnen sprengten sich in die Luft, als die Polizei den Saal stürmt. Die Identität eines Täters ist noch immer nicht bekannt. Ein anderer ist Sami Amimour, Franzose aus einem Pariser Vorort. Die Behörden kannten ihn, weil er 2013 in ein Terrorcamp reisen wollte. Zuletzt wurde er mit Haftbefehl gesucht. Der dritte Täter ist Omar Mustafai, ebenfalls Franzose. Wegen kleinerer Delikte war er Polizei bekannt, später auch als Islamist. 2 Mal will auch der türkische Geheimdienst die Franzosen vor ihm gewarnt haben, ohne Reaktion. Courcouron. Aus diesem Pariser Vorort kommt Omar Mustafai. Vor ein paar Jahren erst zog er von hier weg. Harma Dukar ist mit ihm groß geworden, war eng mit ihm befreundet.
und kann es immer noch nicht fassen, dass sein alter Freund zum Attentäter geworden sein soll. Das ist er, ja? Ich habe ihn lange nicht gesehen. Und so ein guter Junge wird Dschihadist. So ein Verrückter. Verrückter. Der ist durchgeknallt. Keine Ahnung, was in seinem Leben passiert ist. Das ist doch nicht mal ein richtiger Gangster. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie jemand so kaltblütig einfach Leute abknallen kann und sich danach einfach in die Luft jagt. Man kann immer sagen, das hat man irgendwie schon geahnt. Als er klein war, keine Ahnung, ist er vielleicht von seinen Eltern verprügelt worden oder ist von seiner Freundin verlassen worden und hat sich dann verändert. Bei ihm war nichts, gar nichts. Fassungslosigkeit, das ist, was bleibt, auch in Paris. Mindestens 129 Menschen sterben bei der Anschlagsserie, noch viel mehr werden verletzt. Die Welt trauert. Doch wer hat das alles organisiert? Die Sicherheitsbehörden suchen mit Macht nach Antworten. Razzia im Brüsseler Viertel Molenbeek. Einer der Täter soll hierher geflohen sein. Nicht wirklich eine Überraschung. Bei fast allen islamistischen Attentaten in Europa finden sich Verbindungen hierher. Die belgische Islamistenszene ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl die größte Europas. Und auch der Drahtzieher der Anschläge soll von hier stammen. Abdelhamid Abaoud, der meistgesuchte belgische Islamist. Seit einigen Jahren lebt er in Syrien und ist dort als Schlächter des sogenannten IS berüchtigt. Es gibt martialische Bilder. Früher haben wir Jetski, Quads, Motorräder oder anderes großes Gepäck hinter uns hergezogen, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Aber Gott sei Dank, heute ziehen wir etwas anderes. Ungläubige. Alle, die gegen uns, gegen den Islam kämpfen. Schwenk mal darüber. Es sind die Leichen angeblicher Ungläubiger. Offensichtlich umgebracht von Kämpfern der Terrormiliz. Trotzdem konnte dieser Mann offenbar ungehindert von den Geheimdiensten der Welt nach Europa reisen, um die Anschläge zu verüben. Die ersten Zugriffe danach bringen keine nennenswerten Erfolge. Es ist die Razzia in Paris-Saint-Denis. Nach Behördenangaben wird Abdelhamid Abaoud dabei getötet. Und gleichzeitig eine weitere Zelle ausgehoben, die bewaffnet war und offenbar bereit zuzuschlagen. Aufatmen. Aber ist die Gefahr wirklich gebannt? Die Struktur der Täter. Abaoud war offenbar der Drahtzieher. Mindestens 8 weitere Attentäter haben in Paris zugeschlagen. 2 Unterstützer sind festgenommen. Und dann die zweite Zelle in Saint-Denis. Mindestens 1 Beteiligter ist noch flüchtig. Experten halten es für wahrscheinlich, dass es noch mehr Unterstützer gibt, Bombenbauer etwa. Denn vieles spricht dafür, dass der instabile Sprengstoff in Europa verarbeitet wurde. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die die Bomben zusammensetzen, richtige Spezialisten sind. Und sie werden in der Organisation dafür aufgespart. Sie werden keiner Gefahr ausgesetzt. Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der die Bomben für Paris gebaut hat, noch irgendwo in der Nähe ist. Es wird die große Herausforderung der Behörden sein, die Helfer und Hintermänner zu finden. Diesmal rechtzeitig.